Hallo und willkommen zurück. Hier ist Ann-Sophie und heute zeige ich euch einmal, wie ihr den Dark Mode auf eurem Sony Xperia 5 Mark IV einstellen könnt. Dafür müssen wir einmal in unsere Einstellungen und dann auf Display klicken. Jetzt müssen wir runterscrollen und zwar hier zu dunkles Design. Und hier können wir das einfach anschalten und dann springt das einmal über und schaltet sich quasi an. Wir können aber auch draufklicken und sagen automatische Aktivierung. Da steht jetzt niemals. Wir können aber auch zu benutzerdefinierter Zeit auswählen oder von Sonnenuntergang bis Sonnenaufgang. Wenn wir das anwählen, dann Achtung da einmal, müssen wir gucken, dass der Standort bei dem Handy angeschaltet ist. Sonst ist es nämlich ein bisschen schwer für das Telefon herauszufinden, wann quasi Sonnenuntergang bzw. Sonnenaufgang ist. Wenn wir jetzt sagen zu benutzerdefinierter Zeit, dann poppt das hier auf und da können wir dann einmal den Beginn einstellen, also wann dieses dunkle Design anfangen soll. Sagen wir 22 Uhr ist fein. Wir können hier die Zeit einstellen, könnt ihr gucken, wie ihr wollt. Und dann, 22 Uhr. Passt mir. Ende, sagen wir 7 Uhr, das ist eigentlich auch noch in Ordnung. Und dann um 7 Uhr wird quasi dieses helle Design wieder aktiviert und abends um 10 kommt dann wieder das dunkle Design. Das könnt ihr jetzt also einstellen, wie ihr möchtet und dann einfach zurückgehen. Oder ihr sagt, das könnt ihr jetzt also einstellen, wie ihr möchtet, oder ihr sagt, nee, niemals und ich will, dass das halt einfach die ganze Zeit an ist. Bei dem dunklen Design ist natürlich auch noch erwähnenswert, dass das ein bisschen netter ist für die Augen, wenn ihr jetzt zum Beispiel irgendwie in einer dunklen Umgebung seid und irgendwie das Telefon anhabt. Wenn das da dunkel ist, das ist ein bisschen schöner zu lesen, ein bisschen angenehmer. Außerdem spart das natürlich auch ein bisschen Akku. Wenn natürlich nichts beleuchtet werden muss, dann ist logisch, spart das halt auch Akku. Dann könnt ihr einfach zurückgehen und jetzt euer Telefon fröhlich weiter benutzen, wie ihr das bisher sonst auch so gemacht habt. Das ist also alles zu dem Dark Mode. Hoffe, es hat euch gefallen. Hoffe, es hat geholfen. Lasst ein Like da, lasst ein Abo da und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.